Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Evoland. Ich möchte mich vielmals dafür entschuldigen und bei allen bedanken, die die ersten 5 Folgen überstanden haben. Ja, mir ist es dann auch irgendwann mal aufgefallen. Der Sound war viel zu laut, beziehungsweise meine Stimme viel zu leise. Und das tut mir wirklich leid. Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, das deswegen nochmal neu aufzunehmen. Aber irgendwie fand ich es dann doch ein bisschen hart, da nochmal 3 Stunden oder so damit zu verbringen, das Spiel nochmal neu aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, ihr könnt es mir verzeihen. Edeltal. Wir sind ja gerade dabei, uns ein bisschen hier so umzugucken, was wir hier so machen wollen. Interessant, dass wir jetzt auf einmal wieder Herzen und keine Bobbel mehr haben, aber hey. Das gehört sich ja vielleicht so, wer weiß. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von mir selbst, dass das so gelaufen ist. Das Problem ist, ich habe schon immer Komplikationen mit der Aufnahmelautstärke gehabt. Ich muss die Spiellautstärke oft sehr weit runterdrehen. Ist das hier? Das könnte ja fast ein Cracked Stone sein, ne? Ne, schade. Dementsprechend, ja, wie gesagt. Tut mir leid, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich nochmal was dagegen machen sollte oder nicht. Ich habe mir ein bisschen überlegt, ob ich mir vielleicht mal ein neues Mikro kaufen will. Allerdings habe ich noch keine sonderlich gute Empfehlung bekommen. Ich habe momentan ein Sennheiser Headset, mit dem ich eigentlich generell recht zufrieden bin. Und die Sprachqualität ist, was die Leute so behaupten, jetzt auch nicht die schlechteste, aber oder was man so hört. Aber ich habe halt das Gefühl, es nimmt extrem leise auf und das könnte auch von... Es könnte natürlich auch an meiner Soundkarte liegen, aber da habe ich mir auch eine neue gekauft. Ich habe eine Creative Soundblaster, irgendwas Aktuelles. Also nicht die alten Titanium oder sowas. Ah, sind wir jetzt wieder hier? Wir sind wieder im Anfangsgebiet, oder? Ich glaube schon. Aha, das hier ist das Anfangsgebiet. I see. Na, da ist doch die Frage, da waren doch auch noch so ein paar Steinchen, die mal erledigt werden wollten, oder? War da nicht sowas? Ich meine schon. Dass da irgendwo so Cracked Stones waren, die gerne gesprengt werden wollten. Aber hier hinten war nichts. Das war hier der absolute Anfang. Okay. Hier haben wir dann nämlich unser Schwert bekommen, dann haben wir hier freigemacht, dann sind wir da durch. Ja, genau, dann gibt's Monster. Ja, so ist das. Also wie gesagt, keine Ahnung wegen dem Mikro. Ich werde mich mal ein bisschen schlau machen wahrscheinlich. Ob ich mir so einen Großmembraner oder sowas holen und den hier reinstelle. Dass der dann mein süßes Stimmchen aufnehmen kann. Sag mal, da bin ich aber dann logischerweise doch nicht drüber. Aber da bin ich jetzt gerade hergekommen. Ich wollte gerade sagen, da kann ich eigentlich nicht drüber gelaufen sein, weil ich damals ja noch nicht dreidimensional war. Aber ich hätte schwören können, dass hier irgendwo noch so ein paar Steine waren, die sich gerne entledigen wollten. Da gab es dann unser erstes Schild. Echt. Uncool. Guck mal, das sieht jetzt auch schöner aus. Nur für wendige Abenteurer, genau. Und da konnten wir uns dann nämlich frei bewegen. Ja, haha, siehste? Ich wusste es. Da waren zumindest mal eine. Und wenn es nicht der einzige ist. Na toll. So hatte ich mir das jetzt aber nicht gedacht. Haha! Wenigstens halbwegs sinnvoll. Ich finde diese Ruckelanfälle irgendwie ein bisschen seltsam. Der rote Zauberer. Oh, das ist schön. Fürs Zwillingsspiel. Das ist gut. Denke ich mal. Oder? War da auf der anderen Seite auch noch was? Vielleicht sollte ich mal ein Schwert oder sowas nehmen. Sag mal, könntest du nicht aufhören, mich anzugreifen, wenn ich im Inventar bin? Das wäre schon voll schnieke. Ich würde die Musik gerne noch ein bisschen weiter runterdrehen von der Lautstärke her, aber wie gesagt,
Das ist jetzt schon Stufe 1. Mir würde es generell auch sehr gut gefallen, allgemein damit keine Probleme mehr zu haben. Alter, was geht denn hier ab? Das war hier letztens auch schon so eine Party. Party! Mir würde es generell auch gefallen, das ordentlich aufnehmen zu können, falls da jemand also Vorschläge hat oder dergleichen. Immer her damit. Ich bin da durchaus bereit, auch mal was dafür zu investieren, wenn es was taugt. Denn ich habe so langsam das Gefühl, das macht hier immer weniger Sinn, das Ganze mit einem Headset aufzunehmen. Ist so eine angenehme Sache, man kann es auch einfach mal hochklappen, wenn man mal nicht aufnehmen möchte, wenn man zum Beispiel mal ordentlich niesen muss oder so. Hallo? Mach die Tür bitte, mach das bitte auf. Hallo? Seit wann kannst du keine Kisten von oben mehr öffnen? Ah, okay. Hätte ich auch so rumhinkriegen können. Sag mal. Oh, ein paar Kuchen. Was auch immer das ist. Ist immer gut, sich zu merken, was man alles noch so zu erledigen hat, ne? Dann scheint es auch noch weiter zu gehen. Gucken wir mal. Ja, jetzt auf einmal fängst du wieder an, flüssig zu laufen. Ist klar. Naja, ist mir egal. Erstaunlich, wie nervig so ein paar Fledermäuse sein können. So, gucken wir mal hier. Aber ich glaube, da war ich schon. Ja, das sieht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Dann gucken wir nochmal hier weiter. Okay, hier ist nix. Was da wohl war? Was da wohl war? Ja, ja. Ach ja. Gut, dann versuchen wir jetzt mal den Weg zu über diesen Dimensionsstein zu finden, bei dem wir vorhin waren. Da will ich jetzt nämlich ganz gerne raus. Das ist da drüben irgendwo. Nämlich nicht der, sondern hier drüben irgendwo war einer. Genau, hier durch. Und dann glaube ich einfach nach oben, oder? Da haben wir den Stein weggesprengt und kamen raus. Genau. Jetzt will ich nämlich gucken, was hier los ist. Weil ich mich gerade frage, warum ich das überhaupt mache. Komme ich da mit dem Luftschiff vielleicht nicht hin? Das wäre gut möglich, ne? Oh, ihr nervt. Zumba! Klingt ein bisschen wie Roomba, oder? Diese Bodenstaubsauger. Genau, so könnten sie auch aussehen, wenn sie ihre Füße einziehen. Dann sehen sie aus wie ein Bodenstaubsauger. Hm. Oh! Ein Chopoko. Du kriegst den Bahamut auf den Kopf. Ich würde ihn ja lieber reiten, aber geht offensichtlich nicht. Party! Oh ja, Mann, das platscht natürlich ordentlich ein. 110! Wenn das kein großes Huhn war. Freigeschaltet, Choboko-Fleisch. Okay. Apidia. Ich will ja nochmal gerne zurück in mein ursprüngliches Dorf und da mal kurz einen Abstecher machen. Mal dort vorbeischauen, wie es da so aussieht momentan. So. Denn wir waren da das letzte Mal, als wir 2D waren. Und mich würde jetzt schon interessieren, wie es dort aussieht, wenn wir 3D sind. Erinnert euch, da war auch noch so ein Haus, das wir nicht betreten durften. Vielleicht kriegen wir irgendwo anders einen Schlüssel her. Könnte sein, ne? Aber ich glaube, da bin ich auch lang geflogen. Was?
Das ist ja schlecht. Oh, das ist schade. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Das ist schade. Gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück zu unserem Luftschiff. Und das ist jetzt auch wieder unnötig langes Rumgeeiern, ne? Aber so ist es halt. Kann es auch nicht ändern. Gibt es noch ein paar Punkte. Interessanterweise gibt es nicht mal... Oh, einen. Echt. Dann heilen wir uns halt nochmal ein Ründchen. So. Tschüss, Kollege. So ja nicht, ne? Aber wir haben immerhin unseren Chocobo... Choboko bekommen. Am Anfang dachte ich ja, das ganze Spiel wäre eher so ein bisschen drauf ausgelegt, allgemeine Parodie zu sein. Mittlerweile habe ich eher das Gefühl, das ist so eine... hauptsächlich Final Fantasy Parodie. Aber... das ist ja nicht zwangsweise was Schlechtes, ne? Na, dann gucken wir mal, dass wir hier schnell wieder rauskommen, um zu unserem Schiffchen zu kommen. Denn das hätte ich mir hier auch mal schön sparen können, den Abstecher. Zumindest in der Form, in der ich ihm jetzt gerade eben begegnet bin. So, wie war das? Hier runter. Dadurch. Da nochmal speichern. Und dann... ging es hier hoffentlich irgendwo runter. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Schon mal gar nicht schlecht. Hier lang. Aber das frage ich mich immer noch, wie ich da hinkomme. Das ergibt immer noch keinen Sinn. Da unten. Und dass es hier manchmal so ein bisschen einbricht mit der Framerate, das ist auch seltsam. Also ich komme hier auch nirgendwo rüber. Nö. So. Ich Volldepp hätte nämlich auch einfach hier lang fliegen können. Und dann wäre ich nämlich hier oben gewesen. Tja, ja, so ist das, ne? Und ich hätte sogar ganz gechillt hier rüberfliegen können. Was war denn das nochmal für eine Höhle? Lass mich das nochmal kurz nachchecken. Ach ja, direkt vor der Tür. Weil wir hatten ja noch die eine, in diesem einen Dungeon hatten wir ja auf jeden Fall noch was zu tun. Da kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welcher von den zwei Dungeons das war. Ob das nur die bei... Aogai waren oder ob das auch schon hier oben der war. Stufe 12, Verteidigung. Super. Gut, der kann es gar nicht gewesen sein, denn wir können das Inventar nicht öffnen. Oh. Und damit auch keine Bomben auswählen. Und anscheinend bleibt der Dungeon auch in 2D. Gut, das ist jetzt zum Beispiel ein bisschen schade. Also wenn sie da eine kommt, das habe ich ja gemeint, also sie hätten dann wirklich jedes Setting komplett in allen Stufen rendern müssen. Was geht denn? Stell dich mal nicht so dämlich an, Junge. Das ist nur eine blöde Wespe, die klatscht so schon seit was weiß ich wie lange rum. Hallo? Hier hinten war der versteckte Hain oder sowas, das habe ich auf jeden Fall gefunden. Da bin ich ja schon lang geeiert. Dann würde ich sagen, verlassen wir dieses Gebiet hier oben mal. Gehen mal zu dem Händler. Bei dem waren wir noch nicht. Was der so anzubieten hat. Händler! Ich bin einer der letzten reisenden Händler. Ein Nachfahre des legendären Dornico.
Ist das Stoboko-Fleisch? Gekocht wäre es mir lieber. Ja, ich weiß. Hab ich mir schon fast gedacht. Was war mit der Höhle? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir so storytechnisch gerade machen müssen. Was müssen wir denn storytechnisch gerade machen? Erstmal wieder voll machen, bevor wir uns um die Jungs kümmern, hm? So. Nummer uno. Schön, wie sie jetzt alle größtenteils daneben hauen, dank meiner versteigerten Verteidigung. Das ist natürlich eine angenehme Sache. Bin mal gespannt, wie weit ich noch auflevel, bis ich irgendwo Sinnvolles hinkomme. Ah, Verlieskirche. Ihr habt den Schrein des Bahamut gefunden. Dungeon Crawler. Cool. Versteckter Dungeon. Komm her. Komm her, du blöde Fledermaus. Jetzt will ich mal was wissen, jetzt wo ich Bomben hab. Schade, dass das Inventar immer noch so niedrig gerendert ist. Okay, Bomben machen den Statuen nichts aus, das ist gut zu wissen. Wir gehen nach links, ha? Wie immer. Erstmal nach links. Oh, 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 oh. Ist aber nicht nett, dass du mich hier direkt wieder rausdrückst. Guck dir das mal, wie weit die auf einmal reichen. Okay, da komme ich offensichtlich nicht rein. So, ich das sehe. Hey, hör auf, mich rumzuschubsen. Dann gehen wir halt da lang. Was? Was war das denn? Blöde Fledermaus. Komm her. Du bist verwandt mit der, die mich gerade runtergeschubst hat. Also, das ist nicht besser verdient. So. Immer schön die Augen offen halten nach zerbrochenen Wänden. Das machen. So, warte mal. Bin ich hier reingelatscht? Ja, ich glaube, da bin ich reingelatscht, oder? So, dann nach da oben. Das ist ein Knopf. Knopf ist immer gut. Was auch immer er bringen mag. Nicht allzu viel, offensichtlich, so als alleinstehender Knopf. Aber vielleicht in Verbindung mit einem anderen Knopf. Ja. Ach, was soll's. Was soll's, ne? Boom. Ein Kistchen. Sag mal, Stern. Wir haben ja alle versteckten Sterne in Evoland. Evolandien. Evolandia. Evolandia. Ich find's ja eh lustig, dass man im Namen, dass schon das Wort Land im Namen hat, nochmal ein Ja hinten dran setzt, um es zu einem Land zu machen. Also, ihm einen Eigennamen zu geben. Okay, irgendwas in diesem Raum ist doch definitiv falsch, oder? Oder der Level-Designer war einfach nur zu faul. Glaube ich aber nicht. Sag ich doch, dass hier irgendwas faul ist. Okay, für das Ding hier gibt es keinen Special. So viel ist schon mal klar. Die Skelette sind so schön einfach mit den Pfeilen. Herrlich. Boop. Was ist das? Nur ein simples Boop? Ich hab da jetzt schon zwei gedrückt. Das muss doch jetzt mal reichen, um irgendwo ein Tor aufzumachen, oder? Sprinten wäre eine schöne Sache, die man mal freischalten konnte, aber ich glaube, das gab es in den Spielen nie.
Gut, das Tor ist zu. Da waren wir gerade, bis hier ist auch noch zu. Okay, vielleicht können wir jetzt ja was mit dem Windding machen. Winding. Haha, ich bin reingekommen, ohne dass sie mich weggeschubst hat. Hey. Was soll das denn? Ist doch ein Schwachsinn, ist das doch. Ja, dann drück mich halt dahin, ist mir doch egal. Nicht schon wieder raus! Sag mal. Nervensäge. Echt. So, nach unten. So, jetzt hat er dabei. Das Tor geht auf. Geht noch eins auf? Offensichtlich nicht. So, jetzt kannst du mich auch raustragen. Ist mir auch egal. Blöde Wirbelwinde, ey. So Dinger mag ich nicht. Nee. So was muss nicht sein. So. Gut. Ach du schöne Schande, hat's hier viele. Von den Viechern. Ich glaube, da würde es mit einem Pfeil und Bogen auch nicht schaden. Mal in die Menge zu schießen. Komm her, du blödes Vieh. Ah, wo kommst du denn her? Ist ja wohl nicht wahr. Ah! Das ist uncool, mein Freund. Komm, versuch dein Glück. Oh, jetzt bin ich dir voll reingerannt, ha? Ach, ihr seid zwei schon wieder. Na, wo bist du? Wo bleibst du? Versuch's, komm. Komm, du alte Nudel, du. Ich erwisch dich. Irgendwo hast du jetzt auf mich geschossen. Ich hab keine Ahnung wo. Erwischt. Sack. So nicht, Kollege. So nicht. Nicht mit dem Commander. Oh, da haben wir noch einen Bombenplatz. Den holen wir uns als erstes mal. So, was haben wir dann noch alles? Ach, keine Ahnung. Jetzt holen wir uns erstmal eine Kiste. Seine Spielkarte oder ein Stern? Das ist die Frage. Ein Stern. Ist auch schön, das grüne Leibchen, das er trägt, hm? Ach du Schande, sag mir bloß nicht, dass ich die alle zusammen aktivieren muss. Dass das bitte einzelne Felder sind. Dass die nicht alle komplett zusammenhängend sind. Doch, sie sind alle komplett zusammenhängend. Naja, gut, dann fangen wir mal an. Ein bisschen Konzentration, bitte. So. Na also. Geht doch. Sag ich immer wieder. So. Ab geht's. Nach unten. Wer wartet jetzt auf uns? Bahamuth. Oder sowas in der Art. Wow. What the? Jetzt muss ich mich echt konzentrieren.
Mit den beknackten Skeletten wird das echt nicht leichter. Wow, 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 wow. Nein! Nein! Ganz am Anfang! Ihr wollt mich doch wohl veräppeln, oder? Okay, offensichtlich wollt ihr es nicht. Ich find's aber auch nicht cool. Nee, warte mal. Hier ist aber schon alles offen. Hä? Man kann sich einfach nicht schnell genug drehen, wenn man in einem Angriff steckt. Das ist nicht angenehm. Hey. Komm, versuch dein Glück. Ah, Mist. Knapp verfehlt. Haha. Erwischt. Und du auch. Okay. Muss ich das hier nochmal machen? Nee. Der Gang ist auch schon frei. Okay, also so Sachen scheint er zu speichern. Nur so sinnvolle Sachen, wo ich mich gerade befinde, dass ich nicht nochmal komplett durchs Level rennen muss. Sowas scheint er nicht wirklich zu berücksichtigen. So, jetzt ist natürlich die Problematik, wie entledige ich mich dem ganzen Zeug am besten? Und damit kann ich mich erstmal der Skelette erwehren. So, das ist, glaube ich, mal das Wichtigste für den Anfang. Dass ich die Skelette los bin. Ey, ich will dich doch gar nicht. Geht mir nur auf die Nerven. Ich will die Skelette loswerden. So. Wow, ihr baut hier ganz schöne Fallen, Jungs. Einer weniger von euch wäre schon mal eine schöne Sache. Okay, einer weniger. So. Und den anderen beiden habe ich jetzt, glaube ich, jeweils mal einen Schlag verpasst. Ach, es sind vier. Na dann. Hey. So. Puh. Ah! Ist da noch einer? Ich dachte, ich hätte sie alle. Jetzt hat er aber. Schicki schicki. Mach mal die Truhe hier auf. Was haben wir denn da? Bestimmt die Karte Bahamut, oder? Babamut. Ach ja. Schön, schön. Das ist bestimmt eine sehr mächtige Karte. Ich will es zumindest mal hoffen. Was war das? Guck mal, der Feuerfuzzi war nämlich vorhin auch nicht hier. Okay, lassen wir das gut sein. Ist ja in Ordnung, mein Gott, ey. Echt. Was war das hier für eine Höhle? Ah ja, genau, die Noriamin. Ich erinnere mich. Hier gab es nämlich noch ein paar versteckte Bereiche, die wir noch erkunden wollten. Ja, ich weiß, ich habe nicht mehr viel Leben. Aber so ist es halt, was soll ich denn machen? Lass mir halt mal irgendein blödes Viech über den Weg laufen, dann kann ich mir wieder ein bisschen Leben holen. So, da unten war der Boss. Echt jetzt? Nein! Nein! Das ist nicht cool. Junge, das ist gar nicht cool.
Lass mal deine Fledermäuse los, genau. Dann kann ich vielleicht mir ein bisschen Lebenspunkte wiederholen. Und gleich wieder verlieren. Und dabei sterben. Okay, wo sind wir? Noriamin? Ah, das ist gut. Da muss ich da ja nicht wieder reinglatschen. Ich will ja eh nur nach den kaputten Wänden Ausschau halten. An die ich mich durchaus erinnere, dass da welche waren. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo überall. Das ist die Problematik, die sich jetzt so präsentiert. Ah, guck mal, da unten ist eine Truhe. Also muss ja auch irgendwo was sein. Ich meine, es wäre auch in so einem Bereich hier nochmal irgendwo eine gewesen. Ah! Da bin ich aber ganz knapp dran vorbeigelatscht. Ich glaube, ich laufe gerade falsch rum. Ja, offensichtlich. Eigentlich sollte ich von da oben kommen. Schön, dass du mich dahin zurückgebracht hast. So, jetzt gucken wir mal. Nee, hier ist auch nichts Kaputtes. Da waren doch noch... Komm her. Komm her. Ist doch dämlich. Ja, hier. Da war zum Beispiel eine. Superstern von Evoland. Ihr habt 20 versteckte Sterne freigeschaltet. Fehlen nur noch 10, ha? Huh? Ach, du Nervensäge. Geh mir nicht auf die Nerven. So, so ist hier schöner. Oh, mein Speicherpunkt. Das ist auch mal wieder was Schönes. So oft wie wir sterben. Diese beknackten roten Magier. Die gehen mir so auf die Nerven. Na komm. Oh, ihr könnt doch wenigstens reinkommen. Das wird nix. So. Und was war hier? War da auch noch irgendwas Kaputtes an der Wand? Nee, nicht wirklich. Hey, mich rumschubsen. Okay, wenn da nichts Kaputtes war... Hier war nix. Ist halt schwer, gell? Ich meine, es könnte durchaus möglich sein, dass halt irgendwo weiter unten... Cool. Wo auch immer das jetzt war. Klink. Kartensammler. 15 Karten. Dass halt irgendwo unten die Mauer kaputt gewesen wäre. Die ich jetzt so natürlich schlecht finden kann. Weil man sieht das ja nicht so wirklich, ob da unten irgendwas ist. Was waren hier oben noch? War hier noch was? Wir erinnern uns auf jeden Fall daran, dass da unten in der Ecke noch eine Truhe war. Die habe ich nicht vergessen. Das habe ich nicht vergessen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo, wie die mich irgendwie hinführt. Oder wie ich da hinkommen soll. Was war jetzt hier? Hier war ein großer Kampf. Bestimmt. So. Ach, hier warst du. Hä? Wie komme ich denn da drüben rein? Ah, das war jetzt die andere Seite davon. Okay, aber da muss ich doch irgendwie da hinkommen, oder? Ich meine, das kann ja nicht ganz angehen. Na, komm her. Oh, nicht so rum, Junge. Ja, so rum. Nein, nicht so rum. Tschüss. Was? Wann kann man denn da runterfallen? Ach, Mist. Egal. Also, wo war das jetzt?
Jetzt ziehen wir erstmal das Ding da drauf. Um mal sicher zu gehen. So, und dann? Ja, dann sind wir darüber. Ja, hier ist auch noch so ein Ding. Schieben wir das halt auch noch nach hinten. Das ergibt aber immer noch keinen wirklichen Sinn. Also, wir gucken. Das war jetzt hier irgendwo hier unten, oder? Genau, hier ist der große Raum, in dem es keinen Sinn ergibt. Irgendwas. Da ist die Druckplatte. An die kommt man nicht ran. Aus welchen Gründen auch immer. Und hier kommt man auch nicht rein. Und hier kommt man nicht rein. Und hier ist zu. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier noch irgendwie ganz gewaltig was verpasse. Interessanterweise oder leider gibt es ja auch keine Minikarte. Das wäre ja auch noch so eine Sache, die schön gewesen wäre. Ah, hier war der Speicherpunkt. Gut, dann gehen wir mal wieder rüber. Ich meine, wir hatten da drüben ja auch noch irgendwie was zu tun. Ich mich richtig erinnere. Das soll. Oh, geht mir doch nicht auf die Nerven. Ich will doch gar nichts von euch. Ist ja auch total assi, dass ihr euch nicht gegenseitig abschießen könnt, oder? Ich will jetzt nochmal gucken, ob hier irgendwas ist. Sieht aber nicht so aus. Das ist doch blöd, ist das. Das macht doch überhaupt gar keinen Spaß, hier rumzutun. Und nichts zu finden. Naja, auf jeden Fall hatte ich so damals die Truhe gefunden. Das war ja immerhin schon mal ein Anfang. Und da ist immer noch eine. So, lasst mich in Ruhe. Ich will nur meine Truhe abholen. So. Noch ein Stern. Vielleicht war das der, den ich gesehen habe. Wer weiß. Ja, bringt mir... Ist mir ziemlich egal, ehrlich gesagt, weil es bringt mir sowieso nichts. So. Wo war das jetzt hier alles? Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich schmeiß mich jetzt nochmal ins Wasser und dann ist gut. So, hier. Komm. Und tschüss. Genau. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir wenigstens gleich wieder dort, wo wir gerade waren. Weg. Nochmal kurz darüber gucken. So. Da war nämlich die Truhe auch schon weg. Das ist nämlich schön. Und da sind wir nämlich auch wieder am Eingang. Oh, was mache ich denn? Jetzt nervt's aber. Geh weg. Oh. Will den Nerven sehen. Das war's, mein Freund. Jetzt hast du's gegessen. Ein für alle Mal. Da hinten ist noch einer. Seht ihr das? Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll.
Das sieht aus wie eine Tür oder sowas. Da rechts davon. Ein Knopf oder sowas. Holz, irgendwie Holz. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, man könnte davon ausgehen, dass ich dafür noch einmal ganz außen rumlatschen muss, aber... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schwer, schwer. Also wir sind hier auf jeden Fall immer noch nicht fertig. Ich glaube, so viel haben wir mittlerweile auch mal festgestellt. So. Nach der Theorie müsste das dann irgendwo dort lang gehen. Aber... Dann guck mal, hier ist auch noch eine. In die wir auch nicht rankommen. Super. Also wir haben nochmal mindestens zwei Drohnen, bei denen ich nicht weiß, wie ich an sie rankommen soll. Keinerlei Indikatoren, die mir irgendwie anzeigen würden, was ich da machen soll. Wahrscheinlich hat das was mit den Statuen auf sich. Aber, naja, das ist leichter gesagt als rausgefunden, ne? Okay, ich würde sagen, das soll es heute mal wieder gewesen sein. Ich eier hier noch ein bisschen durch den Dungeon. Ich weiß, war ein bisschen langweiliger vielleicht für den einen oder anderen, aber so ist das eben manchmal. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und bis dann. Tschö. Ja, kleiner Nachtrag. Das ist Assi. Geheimgänge? Versteckte? Oh ja, auch das gibt's hier. So viel zu der Eintruhe. Spinnenkarte. Bleibt noch die andere komische Truhe. Vielleicht finde ich das ja auch noch. Ansonsten, tschö. Yep, da habe ich wohl auch den zweiten Eingang gefunden. Auch wenn ich nicht weiß, wo er hinführt. Aber wir laufen einfach mal ein bisschen im Dunkeln. Wir werden schon irgendwo rauskommen. Ja, tatsächlich. Was haben wir da? Noch ein Stern. Dann bleibt uns theoretisch nur noch einer. Und ich schätze mal, der wird genauso zu finden sein wie die Eingänge hier. Das ist ja so assi, ey. Na, ganz ehrlich. Einfach irgendwelche Gänge mitten in die Wand. Ich meine, ich hätte es ja wissen müssen, theoretisch. Ich hätte halt gedacht, das wäre irgendwas mit den Statuen, aber... Okay, ich versuche noch den anderen zu finden. Ihr wisst noch da, wo der Schalter und die Fackel und das Tor und sowas war. Genau. Vielleicht finden wir da ja auch noch was. Ich glaube, hier war der Eingang. Genau, dann war das irgendwo da drüben. Ja. Bis gleich. Nee, das war der Boss hier. Also, ich schau mal. Und oh Wunder, das letzte ist tatsächlich auch einfach ein Durchgang durch die Wand. Machen wir den Knopf. Und kriegen da drüben die Truhe. Dann solltest du der hinlatschen. Das ging irgendwie hier lang. Ach ja. So einfach kann es sein, ne? Lass mich in Ruhe blocken. Weil man denn dann weiß, dass man durch die Wände laufen kann. So, ich glaube, damit haben wir in der Neuermine alles gefunden. Atuin, die Schildkröte. Schön. Andere Sachen wären mir nämlich jetzt in der Welt nicht mehr unbedingt aufgefallen. Also ich meine in der Höhle. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass das schon so passt. Okay, das war hier nicht, wo wir runterkamen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Sachen hier eingesammelt, weswegen ich hier war. Die Kisten, die ich gesehen habe. Und ich würde sagen, das ist gut so. Damit beenden wir dann jetzt diesen Abschnitt, die Höhle hier. Und schauen lieber, dass wir vielleicht was Neues finden. Wir müssen noch wieder zurück in die Stadt, unser Choboko-Fleisch braten und lauter so Zeug. Also wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.